Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich war ein Paradebeispiel eben für den klassischen Fashion-Konsumenten. Ich habe gekauft und gekauft. Sage und schreibe, 10% der globalen Treibhausausschüttung kommt aus der Modeindustrie. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es geht dabei um die Auswirkungen von Fleischkonsum auf den Klimawandel. Was ihr mit diesen Fakten und Informationen jetzt für euch anfangt, das könnt ihr selber entscheiden. Dass es unserem Planeten nicht besonders gut geht, haben wir mittlerweile hoffentlich alle verstanden. Sin reagiert heute auf Hater-Kommentare. Erster Kommentar: Kannst du überhaupt was sehen mit den Augen? So einen Kommentar zu hören oder beziehungsweise zu lesen, könnte denjenigen verletzen. Kennst du das, wenn du nachts arbeiten gehst, deinen Eltern hilfst, aber früh in der Schule fehlst? Wo ich wohne, gibt es Armut. Andere sind reich, wir wollen eine Chance, aber kein Mitleid. Wann bist du denn hierher geflüchtet? So. Wow. Hab ich auch schon gehabt. No way. Für viele gibt es ja immer diesen einen Moment, wo man merkt, okay, ich werde anders behandelt als andere. So, wann war das bei dir so? Folgt auf Social Media Leuten aus anderen Kulturen und seht die Welt durch deren Augen und dann versteht ihr vielleicht auch besser, wie es denen geht. Schau uns an, die neue Generation, was unseren Eltern genommen wurde, werden wir holen. Wir füllen bald die Unis, werden Ärzte und Lehrer. Eines Tages wird der Migrationshintergrund kein Thema. Wir beherrschen die Sprache und zeigen, dass wir es schaffen. Ich glaube an dich, Mann, du kannst alles packen. Das ist